Ein Gutes hat die Pandemie immerhin. Es wurde und wird unheimlich viel darüber diskutiert, wie Wissenschaft funktioniert. Das haben wir heute Morgen schon mal kurz angesprochen. Welche Virologin ist die beste? Woran erkennt man eine seriöse Expertin? Was ist eigentlich ein Preprint-Server? Doch das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. An den Unis passiert ja viel mehr. Das wissen Sie, alle 1000 Aufgaben türmen sich. Es kann auch schon mal überfordernd sein. Es wird gelehrt, beraten, geforscht, kommuniziert, gelebt. Und in unserem letzten Panel wollen wir diese Gemengelage jetzt nochmal mit den unterschiedlichen Protagonisten auf dem Campus sortieren. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Wissenschaftlerin? Was ist die Verantwortung einer Hochschule? Was brauchen die Studierenden? Ich freue mich, im ersten Teil unseres Panels nun zwei Gäste begrüßen zu können. Und die bitte ich jetzt einmal hier zu mir nach vorne auf die Bühne zu kommen. Genau, hier direkt links von mir steht eine, aber nicht irgendeine von 2,9 Millionen Studierenden. Sie studiert Medizin an der Uni Gießen, arbeitet an ihrer Promotion in Augenheilkunde und sie engagiert sich im Vorstand der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Herzlich willkommen, Stella Shayan-Aragi. Und dann auch das, eine große Freude, haben wir Sie hier zu einem sozusagen Antrittsbesuch. So verbuche ich das mal. Herzlich willkommen dem neuen Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Matthias Anbuhl. Vielen Dank. Frau Shayan-Aragi, Sie haben nicht einfach nur Medizin studiert, sondern dabei auch eine wissenschaftspolitische Haltung entwickelt, sich beschäftigt mit den Strukturen, wie sich Hochschulen um ihre Studierenden kümmern sollten. Und Sie sagen, das Studium muss sich transformieren. Wie kam es dazu? Was hat Sie als Studentin so umgetrieben, dass Sie daraus ein Engagement entwickelt haben? Ja, das ist eine interessante Frage. Das habe ich mich auch lange gefragt. Schon im ersten Semester dachte ich so, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Ich sitze hier in einer Vorlesung mit so vielen Leuten und nehme ich wirklich jetzt was mit? Oder muss es tatsächlich einfach andere Formate geben? Also Medizin, was ich ja studiere, ist ja nicht nur ein wissenschaftliches Fach, sondern auch gesellschaftlich hochinteressant. Und da muss einfach mehr Austausch passieren, da muss mehr Interaktion sein. Und da müssen wir auch tatsächlich nicht nur lernen und verstehen die Hintergründe und Zusammenhänge, sondern wir müssen auch tatsächlich Skills lernen. Wie gehe ich mit Patienten richtig um? Nicht nur, wie weiß ich, wie ich das jetzt mache, sondern kann ich das wirklich machen? Und das fehlt mir sozusagen so momentan noch im Studium. Es ist ja schon seit langen Jahren geplant, das Medizinstudium zu reformieren. Und es hat diese Legislaturperiode voraussichtlich leider noch nicht geklappt. Jetzt hoffen wir, dass die Bemühungen, die da schon im Gange sind, dass es auf jeden Fall weitergeht. Und das ist ja nicht nur Medizinstudium so. Insgesamt ist Lehre ja in der Universität häufig, zumindest aus Sicht der Studierenden, nicht Priorität, nicht in der ersten drei Prioritäten, sage ich mal. Und das muss sich einfach ändern. War die Pandemie in dieser Hinsicht ein Glücksfall? Noch ist sie ja nicht vorbei und ich denke, das ist schwierig. Also klar hat sie uns gezeigt, wie endlich Digitalisierung, das ist endlich in die Hochschule gekommen. Es geht tatsächlich weiter in dieser Hinsicht, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt sagen, komm, jetzt haben wir so viele Online-Veranstaltungen, das ist ja super easy, dann nehmen wir einmal was auf und das hält dann die nächsten 20 Jahre, sondern dass wir das tatsächlich als Chance sehen und das auch nutzen und die Sachen, die sinnvoll daraus sind, zum Beispiel Inverted Classroom-Modelle für digitale Lehre, dass das sinnvoll ist, aber dass zum Beispiel echter Austausch nicht durch digitale Formate ersetzt werden kann, sondern gemeinsam in der Hochschule passieren muss. Also da müssen wir gucken, wie wir da, was wir da alles rausnehmen können aus der Pandemie. Herr Anbuhl, die Studierenden sind ja eigentlich die Protagonisten auf dem Campus. Wie haben die Hochschulen denn aus Ihrer Sicht geschafft, in der Pandemie auf die Bedürfnisse ihrer Kernzielgruppe zu reagieren? Ich glaube, insgesamt haben es die Hochschulen nach erstmal vielleicht einem Moment auch des Schocks und der Starre, die man 2020 beim ersten Lockdown einfach hatte, glaube ich, ganz gut geregelt erstmal. Man hat ja schnell versucht, auf digitale Lehre umzuschalten, Online-Kurse zu machen. Das hat, glaube ich, einigermaßen gut geklappt. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein tiefer Einschnitt für die Studierenden gewesen. Das muss man so festhalten. Ich meine, das Campusleben ist vollkommen zum Erliegen gekommen. Das betrifft ja eigentlich, wenn wir jetzt über drei Online-Semester reden, ein
ein halbes Bachelorstudium, wo die Leute sich nicht in der Mensa getroffen haben, nicht in Seminaren sich austauschen konnte, wo das ganze soziale Leben auch zum Erliegen gekommen ist. Und das ist ein massiver Einschnitt und das kann ich auch sagen, spielen wir auch bei den Studenten oder Studierendenwerken, bei der psychologischen oder sozialen Beratung, wo auf einmal die Zahlen wirklich durch die Decke gehen und ganz, ganz viele Probleme auftauchen und auch die Wartezeiten für die Beratung immer länger wird. Was waren die Probleme, die so aufkamen in den Beratungsgesprächen? Na, normalerweise ist es so, also die Beratung nimmt generell eigentlich schon zu. Seit 2006 spüren wir einen riesen Anstieg an Bedarfen an psychologischer und sozialer Beratung. Und normalerweise ist es so, es sind so die klassischen Themen in der psychologischen Beratung, Prüfungsangst, Arbeitsorganisation, vielleicht auch persönliche Krisen, wenn es jetzt irgendwie in der Beziehung kriselt oder mit den Eltern. Das sind so die klassischen Themen. Und jetzt ging es doch in der Beratung, hören wir mehr und mehr hin, auch zur Form einer Depression oder, also Depression ist ja ein Krankheitsbild, aber so bestimmt so in die Richtung gehen von Antriebslosigkeit. Ich stelle die Sinnhaftigkeit meines Studiums in Frage. Häufig auch suizidale Themen. Ja, also das heißt, das wird irgendwie, es hat sich schon ein bisschen verlagert in der psychologischen Beratung. Und das ist eben ein Problem, auch weil die Wartezeiten einfach länger geworden sind. Und gerade bei der Krisenintervention brauchen wir eigentlich eine schnelle Hilfe. Haben Sie unter Ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen diese Debatte auch geführt? Haben Sie das auch gespürt, dass sich da was verändert in der, ich sag mal, emotionalen Gemengelage der Studierenden? Ja, ganz eindeutig. Also das Thema mentale Gesundheit hat ja immer noch ein sehr großes Stigma, sodass viele Leute sich einfach nicht trauen, darüber zu sprechen, zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, hey, ist das bei dir auch so? Viele fühlen sich einfach allein damit, denke ich. Und das ist gerade auch in Bundesvertretung ein großes Thema geworden. Wie geht es Medizinstudierenden? Wie geht es insgesamt den Studierenden? Uns ist auch aufgefallen, es gibt zwar Beratungsangebote, aber zum einen wissen einfach noch nicht alle davon. Und zum anderen, selbst wenn man davon weiß, hat man Wartezeiten von über einem halben Jahr oder mehr, diese wahrzunehmen. Und selbst dann ist man ja noch nicht in einer Therapie, wenn man die benötigt, sondern hat nur mal eine erste Beratung. Und das muss dringend angegangen werden. Da müssen mehr Stellen für geschaffen werden. Das Thema muss auf jeden Fall entstigmatisiert werden, weil das ist einfach ein großes Problem in der Studierendenschaft, besonders auch tatsächlich leider in der Medizinstudierendenschaft. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie das auch ansprechen. Ja, Dankeschön. Wir haben ja heute schon in unterschiedlichen Panels über Transformation gesprochen. Oft steht hinter Transformationsprozessen oder daraus ergibt sich auch sowas wie eine institutionelle oder auch persönliche Überforderung. Ich habe mich gefragt, ob gerade auch die Lehrenden auch überfordert waren vielleicht mit diesen Themen. Also die waren jetzt auch in der Pandemie nicht nur gefragt, einfach nur Wissen zu vermitteln und dann auch noch digital in neuen Formaten. Die mussten selber irgendwie steckten ja auch in der Pandemie. Dann auch noch zu wissen, die Studierenden stehen enorm unter Druck. Wie war da Ihr Blick vielleicht auf Ihre Professoren, Professorinnen, aber auch, Herr Anbuhl, so Ihr Blick, wenn Sie so gucken von oben, gab es da auch eine Überforderung einfach mit der Gesamtsituation? Okay, dann fange ich an. Gut, also ich würde sagen, den Blick von oben würde ich jetzt ja nicht sagen. Jetzt gucke ich zwar von oben, aber sonst gucken wir mitten vom Campus raus, also der Blick aus der Mitte. Da würde ich sagen, es ist schon so natürlich, dass bei vielen auch die Qualifikation dafür fehlt jetzt in dem Bereich. Wir haben es ja mit Wissenschaftlern zu tun, die in ihrer Fachdisziplin sehr, sehr gut sind und die auch vielleicht gute Lehre machen, aber denen die Qualifikation dafür zu sagen, was passiert eigentlich mit meinen Studierenden, wenn ich so eine psychische Überforderung sehe, einfach fehlt dabei und die ja auch in der Distanz sind. Also ich meine, das merkt man ja, wenn man dann über Zoom oder WebEx oder will das keine Werbung machen für irgendwelche Tools, aber wenn man dort digital miteinander spricht, ist es ja auch nochmal schwieriger, das zu machen rund in den Vorlesungen. Ich glaube auch, dass es dafür letzten Endes, da haben Sie durchaus recht, einfach auch speziell geschultes Personal braucht und dass wir einfach diese Ansprechstellen ausbauen müssen, massiv ausbauen müssen, glaube ich, aber sie auch bekannter machen müssen. Ich will aber auch eine Lanze brechen. Ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren ist der Umgang mit psychischer Beratung schon etwas pragmatischer und bewusster geworden. Ja, und jetzt nochmal, um Klischees zu bedienen, Frauen eher als Männer, SozialwissenschaftlerInnen eher als Ingenieure. Wir haben in der psychologischen Beratung das Verhältnis 2:1 etwa von Frauen und die Frauen kommen früher. Das heißt, die Männer kommen meistens erst dann, wenn häufig das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber insgesamt führen wir diesen Anstieg schon vor der Pandemie auch darauf zurück, dass es schon einen pragmatischeren und bewussteren Umgang auch mit psychischen Erkrankungen und Problemen gibt. Wie erleben Sie das in Ihrem Medizinstudium bei den Lehrenden? Haben die ein offenes Ohr? Kümmern die sich? Oder sagen die, das ist echt nicht mein Job?
Also schwieriges Pflaster. Ich denke, viele Lehrende, ProfessorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen sind natürlich bemüht, dass es den Studierenden auch gut geht. Aber ist die Frage, haben sie die Kapazität dazu? Also man muss ja nochmal schauen, was sind deren Aufgaben? Und ganz oft ist einfach Lehre und Studierende nicht der Hauptfokus. Also wir sind zwar auch da, wir sind zwar auch wichtig, aber wir treiben keine Drittmittel ein und sowas in der Art. Also das ist, glaube ich, eine schwierige Situation, in der sich auch tatsächlich auch die ProfessorInnen da befinden. Und da gilt es, eine Balance zu finden. Ich denke, da muss auch strukturell was getan werden, damit diejenigen, die sich, ja, viele sind ja nicht mal didaktisch ausgebildet, dass die eine didaktische Ausbildung bekommen, dass sie wissen, wie es geht, es mit Studierenden umzugehen. Und ich glaube, da muss noch ganz, ganz viel getan werden. Mhm. Schauen wir mal nach vorne. Wir haben ja schon eine lange Liste heute an To-Dos fürs BMBF gesammelt. Und jetzt können Sie Ihre auch noch mal dazu schreiben. Was wollen Sie denn auf die To-Do-Liste fürs BMBF schreiben, Herr Anbuhl? Ich kann es ja auch. Sie haben ja gerade eben die Ampelkoalition angesprochen. Es gibt ja die Sondierung. Da kann ich ja sagen, also wenn ich mir das anschaue, das BAföG, ja, die Studienfinanzierung, kann ich mein Studium leisten. Vor 50 Jahren von einer sozialliberalen Koalition eingeführt. Grün und Gelb wurden offenbar sehr stark von jungen Wählern gewählt. Herr Möllemann hat irgendwann mal Studierendenwohnheime ausgebaut. Also wenn die Parteien, Herr Habeck hat ja gesagt, sie brauchen Modernisierungsprojekte. Wenn sie Modernisierungsprojekte brauchen, würde ich sagen, da wäre eins. Beratung, BAföG, studentisches Wohnen aus unserer Sicht, ich betreibe positiven Lobbyismus, Sie sehen es, das wäre was, wo man wirklich was tun könnte und wo auch eine neue Koalition, egal welche Farbe jetzt, wirklich was leisten kann. Und glauben Sie, es ist auch egal, welche Farbe sozusagen, welche Partei zugreift, oder rechnen Sie, gibt es da Präferenzen? Da halten wir uns als Studentenwerk ja sehr stark zurück in den Präferenzen, denn in dem Bereich. Also letzten Endes werden wir sehen, die Aufgaben sind da und eine Regierung muss diesen Aufgaben gerecht werden. Und das ist mir eigentlich auch letzten Endes egal, ob es Jamaika, Ampel oder eine große Koalition ist. Hauptsache, sie machen es. Und was schreiben Sie auf die To-Do-Liste? Ja, es wird eine lange To-Do-Liste, so aus Studierendensicht. Aber ganz klar, was auch aus Sicht des Studentenwerks getan muss, Wohnen, Studienfinanzierung, Stichwort elternunabhängiges BAföG in diese Richtung. Da muss man einfach schauen, was ist möglich und sich auch einfach mal mit den Studierenden an einen Tisch setzen und nicht nur immer über Studierende reden, sondern auch mal mit Studierenden reden, um tatsächlich herauskristallisieren zu können, was sind denn tatsächlich deren Probleme, was sind ihre Anliegen. Und ich denke, gerade wir sind hier bei Zeit für Bildung, tatsächlich Bildung, Lehre auch mal wieder in den Mittelpunkt stellen und neben Forschung, das ist einfach wichtig für ein wichtiges Zukunftsthema, denn nur gut ausgebildete junge Menschen können tatsächlich auch sinnvoll und gemeinsam auch die Zukunft gestalten. Wie gehen Sie jetzt ins Wintersemester? Mit welchen Sorgen oder mit welcher Freude? Ist die Hochschule, ist die Uni Gießen eine andere geworden in der Pandemie? Wie ist da gerade so die Lage bei Ihnen? Ja, also momentan ist es noch ein bisschen schwierig. Die Impfrate unter Studierenden ist sehr hoch. Es wurde mal damit geraten, ja, lassen Sie sich impfen für ein Leben zurück im Campus. Aber da gibt es noch einige Regelungen, die das sehr stark erschweren, wieder gemeinsam sich auf dem Campus begegnen zu können. Und ich denke, da muss noch auf jeden Fall einiges getan werden, damit wir wieder echte Lehre, echten Austausch haben können. In diesem Wintersemester findet zwar schon wieder viel mehr in Präsenz statt, viel mehr Austausch, aber noch lange nicht das alte Maß oder das neue Normal, was wir uns wünschen. Da müssen wir noch lange hinarbeiten. Was fehlt da noch? Müssen wir da einfach abwarten, bis die Pandemie vorbei ist? Oder gibt es noch Schritte, die Sie tatsächlich aktiv einfordern würden von Ihrer Uni oder auch von allen Hochschulen? Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Ich denke auch, dass wir jetzt noch aktiv was tun können im Wintersemester. Die viele Planung ist zwar schon abgeschlossen, aber nochmal zu gucken, können wir da nicht doch die Studierenden und Lehrenden nochmal in echt zusammenbringen? Sie haben es gerade gesagt, über Videokonferenz ist es einfach wahnsinnig schwierig, so diese zwischenmenschliche Komponente und echten Austausch zu haben. Und ich denke, da ist es auch Appell an alle Universitäten, schauen Sie nochmal, wo können wir uns tatsächlich in echt begegnen? Wo müssen wir das nicht, das Seminar noch online abhalten? Wo können wir Inverted Classroom-Modelle, klar, die Wissensvermittlung dann online haben, aber der Austausch darüber in Persona, in echt?
Herr Anbu, und wie gehen Sie in das Wintersemester? Rechnen Sie immer noch mit steigendem Beratungsbedarf oder geht da vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen was runter, so Post-Krisenmodus? Also erstmal gibt es, glaube ich, das spüren wir, eine große Sehnsucht nach Präsenz, sich wieder zu treffen, wieder auf dem Campus zu sein, sich auszutauschen. Ich glaube, der Beratungsbedarf wird so schnell nicht weg sein. Das geht nicht so, dass man sagt, jetzt irgendwie endet die Pandemie oder wir lernen jetzt mit dem Virus zu leben in einer Form und dann geht der Beratungsbedarf wieder weg. Das, was sich jetzt in den Jahren noch aufgestaut hat, das gilt es weiter zu bearbeiten. Deswegen brauchen wir auch länger die Beratung. Ansonsten laufen die Studentenwerke traditionell zu Beginn des Wintersemesters unter Volllast, das kann ich sagen. Die BAföG-Ämter, die BAföG-Anträge, die Wartelisten in den Wohnheimen werden wieder voll in den großen Städten. Ich habe gerade gehört, München über 10.000 Plätze auf der Warteliste. Da sind wir wieder vollkommen in Volllast. Das wird ein spannendes Semester, aber wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Das unterschreibe ich auch. Matthias Anbul, Stella Schein-Aragi, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke.